Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Video von Heroes of the Storm. Dieses Mal geht es um Rayner, ja, der gute Jim aus StarCraft 2. Einer der Carries aus dem Spiel. Und ja, wir starten leider ein bisschen unglücklich mit der Teamkomposition, aber was will man machen? Wir haben keinen einzigen Warrior. Und gerade Warriors sind natürlich sehr, sehr wichtig, um Damage aufzusaugen, um vor allem auch zu initiaten. Das heißt, die Stunts zu machen, die Roots zu machen, je nachdem, welchen Warrior dann man dann spezifisch hat. Das ist ein bisschen schade. Aber was will man machen? Wir teilen uns hier etwas seltsam auf. Ich gehe jetzt oben alleine. Aber gut, so ist das nun mal. Was will man machen? Und der Rayner ist, oder der Jim Rayner, ist, würde ich so sagen, einer der einsteigerfreundlichsten Helden. Hier haben wir natürlich Pech. Denn hier ist erstmal das ganze gegnerische Team oben. Und ich will helfen unserem Dings. Aber werde jetzt wahrscheinlich selber hier genuked. Also der Start ist schon mal nicht gut. Das heißt, ich kann oben nicht vernünftig farmen, um ein bisschen Levels zu machen. Aber was will man machen? Muss man eben abwarten, was so passiert, wie sich das im Laufe verändert. Valla ist jetzt mit nach oben gekommen. Jetzt müssen wir gucken. Denn ein bisschen farmen muss man auf jeden Fall am Anfang, bevor man sich dann in Teamfights begibt. Denn ein paar Level muss man schon haben. Und wenn natürlich das ganze generische Team da ist, ist das immer ein bisschen schwierig. Und ja, wie immer gehen wir am Anfang bei den Helden-Gameplay-Videos so ein bisschen darauf ein, was der Rayner oder was der Held in diesem Fall kann. In diesem Fall ist es eben Rayner. Und das ist wirklich, ich behaupte, der einsteigerfreundlichste Carry, den man so spielen kann. Da haben wir auch schon First Blood. Denn ihr habt zumindest am Anfang eine Fähigkeit, die ihr aktivieren könnt. Das ist so ein Right-Click-to-Win-Hero. Das heißt, ihr habt nur die eine Fähigkeit auf Q. Das ist so ein Push nach hinten, der auch noch ein bisschen Schaden macht. Hier habe ich leider verfehlt, konnte ihn aber noch mit Rechtsklick töten. Ihr habt eben auf Q eure Fähigkeit, die den Gegner nach hinten stößt, ein bisschen Schaden macht natürlich und später dann auch noch Stunt. Also das heißt, ihr könnt ihn so weit aufwerten, dass er dann später noch eine Sekunde Stunt. Auf W habt ihr eine Fähigkeit, die eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht und dem von der ganzen Gruppe, beziehungsweise zumindest von den Leuten, die halt um euch herum sind. Und auf E habt ihr eine Fähigkeit, die bei 35% euer Leben wieder auffüllt. Das ist eine Fähigkeit, die sich am Anfang automatisch aktiviert. Das heißt, wenn ihr unter 35% fallt, dann wird diese Fähigkeit ausgelöst und euer Leben füllt sich auf. Das könnt ihr später so aufwerten, dass ihr das selber aktivieren könnt. Und das mag ich halt auch ganz gerne. Das heißt, ihr könnt dann auch mal ab und zu die Fähigkeit selber aktivieren. Dadurch wird dann auch noch der Cooldown reduziert. Und das ist sehr, sehr hilfreich, da man dann auch, gerade wenn nicht so viel zu tun ist, man aber nicht nach hinten möchte, irgendwie zum Fountain oder zurückporten möchte, kann man sich eben ein bisschen Leben holen. Und ja, dann kriegt ihr natürlich noch eure Ultimate. Aber auf den gehen wir ein, sobald wir den haben. Ja, wir haben jetzt einen ganz guten Start gehabt. Wie ihr sehen konntet, im Match haben wir schon einige Leute ausschalten können, weil die Leute relativ unvorsichtig waren. In der Mitte farmt die Valla jetzt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Dann unten wird schon ein bisschen gekämpft, oben waren die Helden jetzt, jetzt wird das gegnerische Team viel mehr. Unten ist der Rayner, den würde ich gerne kriegen, der pusht uns aber leider zurück, da ist noch der Tychus. So, und den Rayner, den besiegen wir auf jeden Fall. Kein Problem, Triple Kill, wunderbar. So, jetzt gucken wir mal. Da kommt die gegnerische Zagara. Und ja, jetzt möchte ich gerne hier natürlich das Camp capturen, denn das ist wichtig. So nehmen wir nämlich dem gegnerischen Team eines ihrer Camps weg, die in der Nähe der Basis ist. Jetzt kommen natürlich die Gegner. Und wir sterben dabei. Leider ein bisschen blöd gelaufen. Ich wollte das Camp gerne nehmen, hätte sich nämlich angeboten. Aber das gegnerische Team war leider dann da. Hat mich dann ausgenockt. Und so fällt das Team dann, also fällt das Camp dann den Gegnern in der Hand. Aber gerade am Anfang ist der Tod natürlich noch nicht so schlimm. Die Wartezeit oder die Respawn-Zeit ist relativ kurz. Der Respawn-Timer. Und hier schaltet unser Team jetzt Zagara aus, hoffentlich.
Nein, sie kommt auch weg. Und unser Team hat jetzt relativ wenig Leben. Das heißt, das ist jetzt sehr, sehr gefährlich. Wir müssen unbedingt aufpassen. Viel machen können wir nicht. Da oben kommt der Tychus. Da ist unser Nightcamp. Den Tychus kriegen wir unglaublich unvorsichtig. Also was das sollte, weiß ich auch nicht. Und jetzt müssen wir unbedingt hier weg. Das Problem, was der Rainer hat, als, ja, ich würde es nicht als Problem ansehen, sondern eher als Alternative. Wenn eure Helden halt keine Möglichkeit haben, sich zu heilen, dann haben sie, wie zum Beispiel Valla ist das perfekte Beispiel, haben einen Dash, um wegzukommen, den ihr zum Beispiel auch noch so weit aufwerten könnt, dass ihr einen Doppeldash habt. Den Rainer hier kriegen wir, hoffentlich. Und unser Team tötet gerade da unten ein paar Gegner. Und ja, Double Kill, wunderbar. ETC ist auch tot. Aber ja, um meinen Punkt noch auszuführen. Die Valla zum Beispiel hat dann Double Dash, um wegzukommen. Ihr habt es aber nicht. Ihr habt als Kompensation dafür eine Fähigkeit, die euch heilen könnt, die automatisch auslöst bei 35% Leben. Das Problem ist aber natürlich, wenn die Fähigkeit schon ausgelöst habt ihr keine Möglichkeit, irgendwie wegzukommen. Das heißt, ihr seid dann in den meisten Fällen leider tot. So, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber das gegnerische Team macht es uns relativ einfach. Oftmals kommen sie alleine rein und wir können die Gegner dann halt einfach abfarmen, wie ihr sehen könnt. Wir machen da dementsprechend unsere Aufgabe als Carry dann ganz gut. Ich kündige jetzt kurz an, dass wir zu den Siege-Golems kommen ihm zu Hilfe. Können unser Camp dann machen. Er pinkt das Night-Camp an, das können wir ruhig danach machen, aber zuerst mal die Siege-Golems. Aber die Siege-Golems, das Night-Camp ist überhaupt nicht on, beziehungsweise ist nicht da. So, jetzt können wir den Terror machen, beziehungsweise den Golem hier. Wir haben schon das Talent aufgewertet, das uns heilt, sobald wir Schaden machen. Das mag ich gerade bei Rainer sehr, sehr gerne. Denn gerade mit seiner Fähigkeit, sich selber zu heilen, je nachdem wie ihr die aufwertet, dann auch noch manuell auszulösen, ist das eine schöne Möglichkeit, euch außerhalb des Kampfes, dadurch, dass ihr ja Fernkämpfer seid, erstens zu heilen und zweitens dann auch nochmal mit dem Schaden zu heilen, den ihr macht. Und das ist eine ziemlich coole Sache, die gerade auf Carries sehr, 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 sehr schön sein kann. Und bei der Q-Fähigkeit muss ich sagen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Denn einerseits ist das halt eure einzige Fähigkeit, die ihr habt, die ihr auslösen könnt, um, ja, neben Rechtsklick sozusagen, aber gleichzeitig pusht ihr natürlich auch den Gegner zurück. Das heißt, um Schaden zu machen, also um richtig viel Schaden zu machen, könnt ihr die Fähigkeit nicht benutzen, denn ihr habt halt eben das Problem, dass ihr den Gegner dadurch zurückschickt. Und da ist jetzt nur der erste Ultimate, der war gut gesetzt, Double Kill, das ist eben eine Fähigkeit, die so ein Schlachtschiff herbeiruft, ich weiß gerade nicht die genaue Bezeichnung aus StarCraft 2, und die fegt halt eben übers Feld und in ihrem großen Radius, den ihr sehen könnt, schießt sie eben Missiles herunter, die den Gegner töten. Wenn ihr die richtig timet, dann können die ordentlich Schaden machen, aber die kann halt auch sehr, sehr leicht daneben gehen, denn die ist sehr, sehr langsam und man kann dementsprechend auch sehr, sehr leicht da rauslaufen. Aber ja, die Q-Fähigkeit von Jim Rayner, die ist so ein bisschen schwierig. Also da müsst ihr aufpassen. Ich nutze sie meistens entweder, um Gegner zurückzupushen oder eben, wenn ein Gegner gerade nur noch ganz wenig Leben hat und entkommen würde, dann hoffe ich, dass die Fähigkeit ihn dann eben trifft, um ihn sozusagen zu finishen. Aber ansonsten müsst ihr eben aufpassen. Denn auch selbst wenn ihr die später so weit aufwertet, dass sie den einsekündigen Stun hat, ist der Gegner halt trotzdem erstmal ein Stück weit zurückgepusht. Und dementsprechend ist sie zum Schaden machen nicht so gut. Wie gesagt, der Jim Rayner ist eher ein Right-Click-to-Win-Held. Das heißt, einfach nur euren Gegner rechts klicken und die Autotags machen den Rest. Und deswegen eben auch so einsteigerfreundlich. Hier ein großer Fehler. Konnten wir den gegnerischen Arena töten, weil er sich in den Büschen versteckt hatte, um zu recallen. Wir haben schon 10 Kills gemacht, wunderbar. Sind nur einmal gestorben. Jetzt geht's mal ins gegnerische Siege Camp. So, und da könnt ihr jetzt mal sehen, was ich meinte. Wir haben nur einen erwischt, den ETC haben wir leider nicht mehr erwischen können. Denn der Ultimate ist so langsam, da kann man eben sehr, sehr leicht rauslaufen. Die kümmern sich oben um Tyrael, ich muss hier weg. Und bin jetzt leider gestorben.
Der Tyke aktiviert jetzt seine Ultimate. Die mir übrigens nicht so gut gefällt. Also da wird er ja zu diesem Mega-Mech. Mir gefällt die Fähigkeit mit dem Turm, also da kann er einen Turm droppen, gefällt mir besser, auch wenn es eine stationäre Möglichkeit ist. Aber gerade im Kampf wird die sehr, sehr leicht übersehen in den niedrigeren Tiers oder niedrigeren Matchmakings. Und die kann halt ordentlich, ordentlich Schaden machen. Vor allem, wenn ihr die später auf 20 auch noch aufwertet. Aber ja, das ging, war ja um Tykes. Wir sind ja hier, um Arena zu betrachten. In der Mitte wird wieder ordentlich gekämpft. Wir kommen mal zur Hilfe. Auf der Karte sind sehr, sehr viele Mercenary-Camps noch nicht genommen, deswegen möchte ich die gerne nehmen, aber ihr könnt halt alleine nicht viel machen. Ihr seht, die Siege-Camps gehen alleine, das ist kein Problem, aber es dauert halt, das ist halt immer das Problem. Also Mercenary-Camps alleine zu machen, ist immer eine schwierige Sache. Ja, wenn man gerade, ich konnte jetzt sehen, dass relativ viel vom Gegnerteam nicht in meiner Nähe war, deswegen mache ich das. Ich schreibe jetzt hier auch nochmal, dass wir wirklich die Merc-Camps nehmen müssen. Aber ja, meistens ist Merc-Camps alleine machen nie so eine gute Idee, denn ihr könnt eben auch sehr, sehr leicht getötet werden. Ja. Aber wenn man das dann ein bisschen gut timet, also gerade wenn man die Merc-Camps gut timet mit Punkt in puncto Terror-Push, also wenn euer Terror-Push, den ihr beschwören könnt, und dann auch noch Mercenary-Camps pushen, so wie zum Beispiel in meinem Rega-Video, da kann man ordentlich Schaden machen. Die Knights pushen für uns jetzt auch. Jetzt hier schön die Ultimate gezündet. ETC wird jetzt auf jeden Fall sterben. Da kommt normalerweise eigentlich nicht da raus, hoffentlich, oder? No, er ist noch rausgekommen. Pech gehabt. Aber zumindest kriegen wir den Terror. Beziehungsweise den Golem. Das Spannende an der Karte im Allgemeinen, und das werde ich auch nochmal in einem dedizierten Map Guide erwähnen, ist, dass ihr diese Golems überhaupt nicht töten müsst, ja? Also es kann zum Beispiel auch sein, gerade wenn ihr zum Beispiel so jemand wie Nova seid, der sich stealthen kann und so, dass ihr dann einfach hingeht, während der Gegner die macht und dann halt einfach, sobald der Golem gestorben ist, einfach ganz schnell alle Dinge einsammelt und dann hoffentlich rauskommt. Also das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Und ihr könnt eben auch die Samen sammeln, die vom Gegner sozusagen, gefallen, beziehungsweise die vom Golem gefallen sind, obwohl der Gegner die gemacht hat. Also sehr, sehr interessant. Und da es hier nicht sowas wie bei Roshan, wie bei Dota um Last Hitting oder so geht, ist das eine sehr, sehr coole Sache. Im Allgemeinen hat Heroes of the Storm sehr, sehr viele dieser Sachen. Und das macht das Ganze eben auch so spannend. Da liegen noch zwei Samen, die nehmen wir jetzt einfach mal. Unser Terror ist jetzt am Leben. Unten ist der gegnerische Terror am Leben. ETC kommt leider mit ganz wenig Leben davon. Da ist die Sagara. Die kommt jetzt hier lang. Genau. Komm her. Die hat keine Chance gegen uns. Die besiegen wir im 1-zu-1-Duell auf jeden Fall. Und jetzt pusht der Terror vorbei, also unser Terror pusht jetzt die Lane und er macht es genau richtig, er hält sich nicht mit dem Terror von den Gegnern auf, denn an dem würde er ohnehin kaum Schaden machen, denn er macht ja auch kaum Schaden an Helden, sondern er geht straight an ihm vorbei und pusht ins gegnerische, in die gegnerische Basis und genauso muss man es auch machen. Ich bin leider in der Fähigkeit gefangen worden, sodass ich mich in so eine fiese Pflanze verwandelt habe, aber der gegnerische Terror hat ohnehin kaum noch Leben. Das heißt, den können wir jetzt relativ leicht ausknocken. Genau, wunderbar. Tyrael war drin. Reyna kommt von oben. Und der ETC. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wunderbar, den konnten wir erledigen. Mit der Hilfe von Bloodlust vom Rega. Jetzt möchte ich gerne ein paar Mercenary Camps nehmen, denn die sind beide da. Und da haben wir Sagara und ETC. Und ich habe jetzt einfach mal den Ultimate gedroppt in der Hoffnung, dass es die so ein bisschen ablenken würde. Was es leider nicht gemacht hat. Aber Sagara unvorsichtig konnten wir direkt nehmen. Und den ETC auch noch. Und jetzt gehört uns auch noch das Siege Golem Camp. Was will man mehr erwarten? Die Valar hilft uns jetzt hoffentlich bei den Knights. Die sind auch schon zum größten Teil tot. Sind nur noch zwei übrig. Das heißt, der fiese Mage ist nicht mehr da. Und wir können jetzt auch noch das zu unserem Vorteil nutzen.
und die Knights gleichzeitig pushen. Jetzt möchte ich auch noch gerne das andere Siege Giant Camp nehmen. Ich hoffe, dass mir da jemand mit folgt. Und die Valar ist auf Zack, die weiß genau, was sie macht. Unten wird von unseren restlichen Teamkollegen noch gepusht. Das heißt, wir können in Ruhe, während die sozusagen ablenken, können wir die in Ruhe die ganzen Camps nehmen. Und die Valar macht es genau richtig, die geht schon zum anderen Camp und lässt mich hier das Ganze finishen. Und für mich geht es dann gleich noch kurz der Valar helfen und dann haben wir eine ordentliche Lane, die gepusht wird. Oben mit den zwei Knights. Beziehungsweise mit den Knights und den Siege Golems. Und dann unten auch nochmal mit den Siege Golems. Also da haben wir ordentlich was zum Pushen da. Und jetzt pushen sozusagen jeweils zwei Merc-Camps in der Mitte und oben. Das ist wunderbar. Ich gebe auch hier die Anweisung, dass ich gerne verteidigen möchte, denn da spawnt natürlich gleich der gegnerische Golem oder beziehungsweise der neutrale Golem, den wir ausnehmen können. Ausnehmen? Ich meinte natürlich zerstören, um dann die Samen aufnehmen zu können. Und das ist kein Problem. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass das gegnerische Team nicht zu uns kommt, denn wir sind in einer sehr, sehr prekären Situation. Denn wenn das gegnerische Team jetzt zum Terror oder beziehungsweise zu dem Golem hier kommen würde, könnten wir uns sehr, sehr leicht ausnocken. Aber drei sind in der Mitte, zwei sind unten. Wunderbar, wir haben die alle Zeit der Welt, um den gegnerischen Golem zu zerstören. Und die Samen aufzusammeln. Jetzt möchte ich die gerne von hinten ganken. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ultimate gezündet, wunderbar. Geht leider an vielen, vielen vorbei. Sagara erwischt uns übel mit ihren komischen Banelings. Hat uns in ihrem Ultimate gefangen, macht einen riesen Fehler, nicht wegzugehen. Ich weiß nicht warum. Hätte normalerweise weggehen sollen. Aber ihr Fehler, dadurch ist sie jetzt leider gestorben. Wo sie uns gerade schon so schön gefangen hatte. Oben wird der... haben sie gerade den anderen Golem gelegt. Das heißt, sie können jetzt ihren Terror spawnen. Aber das ist eigentlich kein großes Problem. Wir können unseren Terror schließlich auch spawnen. Und wir haben einen ordentlichen Vorsprung auf die. Das Match dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis wir es dann endlich finishen können. Jetzt helfen uns die Knights natürlich unten zu pushen. Das ist wunderbar. Jetzt können wir ein bisschen auf den Kern pushen. Da kommt der andere Terror. Aber das ist kein allzu großes Problem, solange wir nicht in der Fähigkeit von ihm gefangen werden, die uns sozusagen in eine Pflanze verwandelt. Den direkt großen Schaden an Helden macht er nicht. Wir müssen aber jetzt auf jeden Fall aufpassen. Denn ich warne auch schon, dass wir halt zurück müssen. Denn wie ihr seht, das ist ziemlich übel, wenn man in der Pflanze ist. Hab noch einen Double Kill. Wollte hier mich zurückrufen zur Basis, aber war sehr, sehr gefährlich. Hab Gott sei Dank noch gesehen, dass der Terror kommt. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen den aufzuhalten, während er durchs Camp marschiert. Bin schon wieder in die Pflanze reingelaufen. Also da war ich ein bisschen zu sehr damit beschäftigt, dem Terror den Garaus zu machen und hab dann oft nicht gesehen, dass ich da den Stellen ausweichen muss. Und ja, die Ultimate vom Rainer kann ganz cool sein. Also die andere Ultimate ist, wo man so zwei Banshees rufen kann, die einem folgen. Die sind eher für Single-Target, würde ich behaupten. Und die andere Fähigkeit hier eben, die ist eher AOE. Und die kann ganz interessant sein, hat vor allem einen relativ geringen Cooldown mit nur 80 Sekunden. Aber die ist halt eben auch sehr, sehr leicht zu dodgen. Also dementsprechend muss man gucken, wann man die setzt. Aber scheut euch nicht davor, die regelmäßig einzusetzen, wenn das Match es erlaubt. Denn die hat, wie gesagt, einen relativ kurzen Cooldown. Und wir werden das Match jetzt auf jeden Fall beenden. Wir haben unseren Terror. Wir haben so gut wie alle, fast unser ganzes Team hier, bis auf die Sagara, die jetzt auch noch von hinten kommt. Und unser Terror wird jetzt auf den Kern drücken und wir schaffen das auf jeden Fall ohne Probleme. Und das war's. Ich hoffe, das Ganze hat euch so einen kleinen Einblick von Rainer gegeben. Wie gesagt, Guides und so weiter zu den einzelnen Helden werden dann noch folgen. Für Einsteiger auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr, sehr einfacher Carry.
kann man gut spielen, einfach rechtsklicken, ab und zu die wenigen Abilities aktivieren und das war's. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, folgt mir auch auf Twitch für regelmäßige Livestreams und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dann.